So, Kräuteromi hat uns gefunden. Oh, es ist hell, die Sonne scheint. Ich dachte uns so. Ach so. Ah, denn. Denn ist was anderes. Denn ist natürlich richtig. Really didn't want to return here. She should have let me die in peace. So, are you awake or not? Come here right now, boy. Kill me now. The hag is back. Immerhin hat sie keinen Ofen, in den sie uns schubsen kann. Höchstens ins Lagerfeuer, aber. One last chance. What were you thinking? This was such a beautiful place before you ruined it. Is this how you thank those helping you? Now, listen to me carefully. After you destroyed. Hold it right there. What exactly have I destroyed? You want to know? Why don't you see for yourself? Take your backpack and follow me. Maybe even you can understand. Grandma is grumpy. Wenn die einen Ofen hätte, könnte Käsekuchen drin sein. Käsekuchen. Ich glaube, sie braucht eine neue Windel. Ich kann sie auch nicht überholen oder so. Ich muss. Oh, ich kann sie doch überholen. Jetzt Know that geht's. you and your beast are both tied to this land when you first came. I knew that a large disturbance would follow. Yet even I did not know how devastating the change would be. Listen, I'm the one being hunted, and if it wasn't for your curse, I'd already be safely home with my daughter. You really think so? You are such a hopeless child. Have you forgotten that you're the one who promised you would never return to this place? I did. I just can't remember why. Can't remember? Or don't want to remember? Those are two entirely different things, Daniel. Ich höre ein Herz. Let me tell you an old tale. A Na, long denn, time Thelma. ago, there was a little girl named Slaviana. She was Schöner sweet Name. and beautiful, but as it often goes, her parents died when she was very young. She was raised by her uncle, who didn't care much Sorry. for her, as he saw her as nothing but a maid. The work was hard, but that wasn't the worst part for Slaviana. Day by day, she was reprimanded for even the tiniest of things, no matter how hard she tried. There was no love for her, and she had no hope that her situation would ever change. One day, she had enough and ran away far into the woods. The night had fallen, and the full moon appeared in the sky, accompanied by the howls of a nearby pack of wolves. She struggled to get away, but eventually, she slipped. And ended at the bottom of a crevice, with her path blocked by huge rocks on all sides. Exhausted, she collapsed on the ground and prayed to the goddess Vesnir to have mercy on her and relieve her from her pain. As she was singing her prayer, tears started to roll down her eyes, forming a little pond on the ground. Finally, the goddess heard her call. And as the ground around her opened, water started to pour out, mixing with Slaviana's tears to form a river. Slaviana was gently carried away until she drowned in her own tears, finally free from her sorrow. You see, all these stories, no matter how ancient or new, are all the same one, told again and again. Anyway, we're here. Go up there and have a look at what remains of the land. Then come back here to me.
Jawohl. Das tun wir doch glatt. Alter, das ist komplett zerruppt hier. I don't understand. Where the hell are we? Die Insider wachsen. Refreshed, blubbern, Käsekuchen. Pümpeltritt. Nicht zu vergessen den Pümpeltritt. Scheiße, ich muss deswegen immer noch lachen. Sorry, super unpassend gerade, aber... So. I'm feeling very anxious. Here I am back at camp and Alex is still not here. I casually asked father if he was coming and he told me that Alex should be here in a few days. This would be happy news, except I know I am probably just bullshitting myself. I know something changed for him a while back because he suddenly stopped writing. Whatever his problem is, it won't magically disappear just because we are both back here. I wish I had never met him. Okay, die Zeichnung ist so ultra cool. Ich mag die. Aber es ist auch schon wieder so riesig und hier dieser ganz kleine Mensch daneben. Gut, wir sollen zurückkommen. Also kommen wir zurück. Do you believe me now? Why is everything gone? Can you hear the clock? With each tick, more and more of this world plunges into the void. It must be that monstrous device from the underground labyrinth. I saw it right before the beast attacked me. It's the very same one. Some things are best left buried deep. If it wasn't for your meddling, we would never be standing here. I don't think I've been given a choice. Maybe, but now it's time to deal with your past. To finally understand why you really came here. You see that Corsilium Delecti over there? Cor... what? It's the heart which contains all the guilt you hid in this part of the land. Go and purify it. Okay. So kann man es natürlich auch nennen. Wir erstechen das Herz nicht, wir reinigen es. Das finde ich gut. Wir kommen hier diesmal so unproblematisch hin, das ist so herrlich. I need something. I need something. Was ist denn hier mit unserem Stäbchen? Wir haben das Stäbchen nicht mehr. Aber wir haben einen Engel. Ach, stimmt ja. Hä? Wir haben dem Engel die Flügel geklaut. Aber unser Stab ist weg. I need something. Omi, unser Stab ist weg. Müssen uns doch nicht etwa einen neuen machen, oder? Omi, Stäbchen. Wo ist mein Stab? Ich meine, der wird hier jetzt doch nicht irgendwo liegen, oder? I need something. Ja, aber wir hatten doch. Warum haben wir nicht mehr? Frusseln und... Hä? Ich weiß nicht, wo unser Stäbchen ist. Ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass wir hier so rumlaufen sollen. Oh ja, Prost. Ah, danke, Lüdi.
Also, um mal in eurer Sprache zu sprechen, mein Zahnstocher ist weg. Ich habe keine Ahnung, wo der sein soll. Liegt der jetzt hier oben? Ich weiß, wüsste nicht wieso, aber es ergibt hier so viel keinen Sinn. Deswegen. Nee. Der kann doch nicht einfach weg sein. Unser Zahnstocher. Toll, jetzt haben wir Flügel, aber. Ja, danke, Running. Kannst du mir bitte hier durchreichen? Dann könnte ich ja auch was tun, aber. Kann ja sein, dass unser Stab jetzt weg ist. Ich meine, wo sollten wir den hier jetzt suchen? Das ist doch ein bisschen absurd, oder nicht? Ja, du kannst mir hier in die Ohren klopfen, so viel du willst. I need something. Ja. Wir haben doch eigentlich auch was. Meine Fresse, ganz ehrlich. Nimm dir hier irgendeinen Stock und schmetter den da rein. Sei doch nicht wählerisch. Öhmchen. Öhmchen, mein Stab ist weg. Mein Zahnstocher ist verschwunden. Wobei, als Daniel müsste ich so sprechen. Oma, mein Breitschwert ist weg. Entwendet worden. Du sollst es heil machen, ja, aber wie? Ich brauche irgendwas, aber was? Ich gehe jetzt nochmal unten rum. Oben komme ich ja eh nicht rum. Da komme ich auch nicht rum. Ich habe ja auch gerade nichts zum Basteln irgendwie. Er sagt mir ja auch nicht, dass er was basteln möchte, oder? Nö. Sagt er mir nicht. Ich meine, ich kann ja jetzt sonst wohin laufen. Die können jetzt nicht erwarten, dass ich hier jetzt auf einmal irgendwie auf magische Art und Weise. Plötzlich das finde, was ich brauche. Breitschwert? Moment. Ah, da so juckt. Oh Mann. Ich habe Antiallergietabletten nicht genommen. Das merke ich auch in meinen Augen. Habe ich gestern Abend auch schon vergessen. Muss ich heute unbedingt vorm Schlafengehen machen. Ansonsten wird das mit mir nix. Dann bin ich morgen auf der Arbeit nicht fit. So, Oma, pass auch mal auf. Du hast mir jetzt gesagt, ich soll das Scheißding reinigen. Nee, ist nur ein Blümchen. Sag mir wie und ich mach das. Sprich mit mir. Ah, Moment. Reinigen. Also jetzt gerade einfach nur so ein Purification. Jetzt einfach nur mal so eine Idee. Silverweed Root. Das ist Root. Crushed. Ja. Hinein. Langwort Petal. Einfach so, ja. Hä? Nix with a Langwort. Petal habe ich doch gemacht. Ach so. Ja, scheiße. So, einfach nur jetzt mal so eine Idee. So. Lang.
Paddle. Two buckhorn leaves. So. Purification. Also generell finde ich die Idee jetzt gut. Oder? Was sagt ihr? I need something. Er findet es nicht gut. Also ich finde es schon gut. Dann können wir den direkt mal trinken. Können wir uns mal wieder reinigen. So eine Arthritis-Klaue. I need something. Ja, Trank, das hätte ich auch gut gefunden, wenn das funktioniert hätte, aber... Der Trank will anscheinend nicht. Hä? Oh nein, bitte lasst mich nicht wieder hängen hier! Nicht angehen. Ich meine, Moment. Nee, einmal bitte hier. Stop the clock. Ach ja. I need to deal with the heart. Bloß keine genaueren Infos. Bloß nicht. Wir können ja eine Unterhaltung führen. Eine konstruktive. Wer reinigt mich? Hast du einen Pfleger? Man kann ja auch rundherum echt nichts. I need something. Ach, nun kommt schon. Wir haben noch... Also generell habe ich so in 20 Minuten gesagt... Langsam zum Ende kommen. Aber es kann nicht sein, dass wir jetzt 20 Minuten wieder hängen. Das will ich nicht. So, ich gucke jetzt nochmal. Aber man kann hier auch eigentlich mit nichts was machen. Ich weiß auch nicht, warum wir das Radio immer noch haben. Einfach so. Haben wir das? Das hilft uns aber auch nicht weiter. Dann haben wir jetzt zwei Flügel, bei denen ich keine Ahnung habe, was wir damit machen sollen. Warum wir die haben. Da können wir auch... Wir können auch bei den Flügeln gar nicht auf unseren Gürtel zugreifen, auf unseren Werkzeuggürtel. Man kann hier auch in der Nähe nichts irgendwie aufnehmen. Also gleich führe ich wirklich das konstruktive Gespräch. Ich gehe davon aus, dass ja das, was uns hilft, muss hier irgendwo in der Nähe sein. Also sage ich jetzt einfach mal so. Da ist ein Lagerfeuer. Ich sehe ein Feuerchen. Das hilft uns doch bestimmt. Feuerchen? Hilft uns irgendwie nicht wirklich. Hier können wir uns auch nichts wegnehmen. Oh. Na
Mal gucken. Ja. Okay, wir haben vergessen. Als wir los sind, haben wir vergessen, uns den Rucksack zu nehmen. Also ich hab's vergessen. Sie hat's noch gesagt, take your backpack and follow me. Ich hab gedacht, der macht das automatisch. Entschuldigung. Ich hab das echt, gut, wir haben unser Stäbchen wieder. Ich weiß, das war jetzt eben der Stick of Truth und nicht der, den ich meinte, aber wir haben unser Stäbchen wieder. Jetzt können wir auch mit dem Hart dealen. Quasi hart dealen. Entschuldigung, oh, es tut mir leid, der tat weh. So,